Willkommen zurück zu Resident Evil 2, dem Remake. So, weiter geht es mit Leon in dieser Hölle hier. So, ich habe jetzt ja noch einen Code bekommen. Ich habe das hier, der Gerät. Und müssen wir versuchen, natürlich Strom wiederherzustellen. Ja, deswegen muss ich jetzt hier nochmal zurück den Code eingeben. Und hier ist ein Green Man. Hoffen wir mal, es sind zwei. Verdammt. Okay, warte mal, ich habe noch eine Granate. Bin kurz raus hier. Sind einen noch erwischt? Sind beide erwischt? Ich glaube nicht, dass sie tot sind. Falls doch, cool. Falls nicht, ne. Bin ich zumindest an denen vorbei. So, jetzt kann ich hier nämlich noch einen Code eingeben für das Drug Testing Lab. Ist das wahrscheinlich? So, das war das hier. Das da, das hier und der hier. Yes. Jetzt kann ich nämlich nochmal dann zurück und die Probe entsprechend einfüllen. Das Drug Testing Lab war hier raus und dann links. Greenhouse. So, da haben wir noch ein rotes Kraut, das nehme ich mal mit. Oh, die Freunde hier. Granaten habe ich jetzt leider keine mehr. Er da in der Ecke, ne? Der macht mich nervös. Okay, dann füllen wir mal das hier ein. Manueller Modus aktiviert. Bitte Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. So, ich habe leider keine Ahnung mehr, wie das war. Damit tauschen wir es nur. Das ist zu viel. Und das reicht auch nicht ganz. Nee, das ist zu wenig. Das ist zu viel. Okay, Sekunde mal. Das ist ja die Kombination aus dem und dem. Okay. Pumpen wir das erst nochmal hier rein. Genau. So, dann raus damit. Na Quatsch. Ich hoffe, ich krieg's hin. Okay.
Ach verdammt, das wollte ich nicht. Ach egal. Wisst ihr was? Ich mache das Rätsel mal kurz hier offscreen. Bin gleich wieder da. So, das ist die Lösung. Jetzt haben wir sie. Ein bisschen Rumgemische. So, jetzt können wir die Lösung eigentlich einfüllen. Greenhouse. Jetzt gehe ich zurück. Hoffe mal, dass keiner mich von den Boys hier angrapscht. Ab dafür. Temperatur der Lösung außerhalb des akzeptablen Bereichs. Ach so, die muss gekühlt werden. Verdammt, stimmt. Ah. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay. Okay, dann. Die sind da im Weg. Der gibt halt einfach nicht auf. Muss ich leider nochmal hier runter. Weil ich habe hier das Teil, um den Strom wiederherzustellen. Und das wollte ich jetzt ja nutzen. Wo sind jetzt noch die ganzen Zombies? Licker ist auch noch hier. Falsche Knarre. Oh shit. Na verdammt, das ging aber schnell. Warum ruckelt das Spiel jetzt entsprechend? Das war so nicht geplant. Oh Gott, noch einmal. Nein! Fuck you. Na, alles ist schrecklich. Alter, hat das viel Munition gefressen jetzt. Ich muss mich heilen. Gib mir das Messer wieder. Verdammte Axt. Okay. Benutzen. So. Achso, ich muss den. Ich muss die richtige Sequenz einstellen. Morph war es, ne? Jetzt aber. Jetzt haben wir wieder Strom. Okay, der Serverraum. Da haben wir nochmal Schießpulver, finde ich sehr gut. So, da haben wir noch Benzin. Ah, habe ich mir schon fast gedacht. Dann können wir den Flammenwerfer vielleicht auch noch mitnehmen. Langsam eng vom Platz her, aber kein Problem. Ich kann Platz schaffen. Ich habe hier nämlich noch Schießpulver, das nehme ich mal mit. So, als allererstes, falls das Spiel nochmal abraucht. Speichere ich hier. Ja, wie gerade als ich speichern wollte, ist das Spiel abgeraucht. Das kann es nicht sein. Warum läuft dieses Spiel eigentlich so kacke? Ah, bin gleich zurück. Dann wollen wir mal hoffen, dass das Spiel jetzt besser läuft. So, da haben wir noch ein Messer. Das können wir noch mitnehmen. Lege ich aber trotzdem mal in die Truhe. Weil ich halt nur noch zwei Plätze frei habe. Ich nehme den Flammenwerfer auch mal mit, weil ich dafür noch Munition mehr bekommen habe. Nichtsdestotrotz bleibe ich mal bei der Pistole. So. Da haben wir jetzt den Strom wieder hergestellt. Da haben wir gespeichert. Und jetzt an den hier vorbei. Die Licker sind tot. Das heißt, die belästigen mich nicht mehr. So, hier können wir jetzt auch rein. Genau, da können wir das Zeug kühlen.
Hier liegt nichts mehr rum. Nope. Willkommen zurück, Dr. Lee. Sie haben 5 neue Nachrichten. Wayne Lees Posteingang. Absender Rick Mendoza. Betreff, was hat er vor? Kaum zu glauben, dieser Cartwright. Was für ein Arschloch. Naja, er ist der Boss. Vorerst. Egal, was meine Helix... Hast du meine Helix irgendwo gesehen? Ich habe das Geheimnis unten drauf geschrieben. Sag Bescheid, wenn du sie findest. Absender Brian Cartwright. Betreff, beschäftigter Typ, was? Hast es nicht zu unserem kleinen Meeting geschafft? Schön. Sorg dich nicht wegen der Gewächshausinspektion. Erledige stattdessen diese kleine Aufgabe. Stell ein Budget für übernächstes Jahr zusammen. Bis heute Abend. Absender Rick Mendoza. Betreff noch am Leben? Wir werden angegriffen. Es gibt Tote. Der Ostbereich ist isoliert. Mit den Armbändern, die wir haben, können wir die Brücke nicht benutzen. Wo versteckt sich dieser Drecksack Cartwright? Absender Rick Mendoza. Betreff. Bitte antworte. Gewächs 43 dreht durch. Im Gewächshaus ist der Teufel los. Wir müssen da jemanden reinschicken, bevor es zu spät ist. Wayne. Wie halten wir das Ding auf? Du musst uns helfen. Bitte antworte. Absender Rick Mendoza. Betreff keiner. Erinnerst du dich an Susie, die Cheerleaderin? Ein tolles Mädchen. Wir waren beide total verschossen in sie. Sie wollte natürlich nichts von Nerds. Ich muss dir noch die Comics und Spiele zurückgeben. Du musst dich aber gedulden. Okay. So, hier ist das Kühlhaus. Wer hat den Gefrierschrank aufgelassen? Gute Frage, weiß ich nicht. So, nochmal ein Schießpulver. So, dann wollen wir das Ganze hier mal kühlen. Standing by. Verteilerkartusche, Unkrautvernichter. Gut, da haben wir sie wieder zurück. Kühlvorgang ist abgeschlossen, sehr gut. Das heißt, wir sind fertig hier. Dann gehen wir auch. Aber hier gibt es nichts mehr. Nope. So. Hier können wir durch. Hier war noch einer. In der Treppe, glaube ich, auch. Aber ihr seid das. Ja, verdammt. Forget it. Nicht mit mir. Nope. Nein, 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 nein. Das lasst ihr mal schön bleiben. Oh Mann. Gut, aber ich sage an dieser Stelle schon mal danke sehr fürs Zusehen bei Resident Evil 2, dem Remake. In der nächsten Folge geht es hoffentlich nicht so verhackstückelt weiter wie dieses Mal. Und dann werden wir Pflanze 43 vernichten. Also, bis zum nächsten Mal.